So, da bin ich wieder. Da das gestern ja verhältnismäßig wenig war, weil ich früher pennen gegangen bin, dachte ich, hey, machen wir heute mal eine kleine Extraschicht. Ein, zwei Stündchen, dann werde ich ein bisschen was essen gehen. Und dann, ja, machen wir einmal weiter. Medieval Dynasty, mein großes Ziel jetzt, das ist die Liebe zu finden, die Liebe meines Lebens. Ja. Gucken wir mal. Ich habe zwei Geschenke ja schon. Um mir die Liebe nicht zu erkaufen, natürlich. Aber um eventuell die eine oder andere Person gefügiger zu machen. Was auch irgendwie falsch klingt. Gucken wir erstmal einmal. Wie sieht's denn aus? Wir haben mehrere Schwangere immer noch. Wir haben aber auch schon welche, die ein Kind gekriegt haben. Die Berufe sollten alle soweit. Woran fehlt es der Näherei? Ah, okay. Ja, aber die Berufe sonst sollten größtenteils alle abgedeckt sein. Was machen unsere Tiere? Wir haben immer noch sechs davon. Zwei Ganter. Oder zwei Gänse. Ein Ganter, eine Gans. Naja. Soweit sieht das ja ganz gut aus. Ich würde jetzt einfach mal prophylaktisch nochmal ein paar Messer bauen. Für unsere Jagdhütte. Hier oben können wir, seht ihr, mal die Fallen wieder kontrollieren. Gibt es auch ein bisschen was dann. Hasenfalle müssen wir neu machen. Wahrscheinlich alles wieder komplett neu machen. Jupp. So, das heißt, Fallen haben wir überhaupt genug hier? Ja, dafür reicht's. Wieder blub. Und blub. Dann Fallen und hierfür brauchen wir mehr Steine. Die können wir bauen. Die Rattenfallen. Haben wir die schon mal? Nee, Fallen. Zack. Und dann brauchen wir ein paar Steine und ein paar Stöcker, damit wir die Vogelfallen bauen können. Ich wollte gerade sagen, was ist hier los? Soll ich dir helfen? Bei dem Stein. Der sieht schwer aus. Jetzt im Sommer mittlerweile. Ernte ist schon alles wäsch. Am Herbst, naja, wird der Roggen angepflanzt dann. Da kriegen wir dann Roggen. Da kann dann halt auch von uns selber dann Tierfutter hergestellt werden. Ich hoffe, dass sie nicht den. Also, dass die nur. Also, ein Traum wäre es, wenn die nur so viel Tierfutter herstellen, dass genug Saat übrig bleibt, um halt dann im Frühling wieder die Felder zu bestellen. Das wäre toll. Aber ich weiß nicht, ob das so automatisch ist. Ich habe ein bisschen Angst, dass sie dann einfach so das komplette Saatgut verarbeiten. Und wir im Frühling wieder da sitzen und neue Saatgut für alles kaufen müssen. Das wäre ein bisschen blöd. So. Müssen wir noch Fallen bauen, nämlich zwei Vogelfallen. Schwupps. So. Wäre das erledigt? Können wir noch. Ja, brauchen wir noch ein paar Steine. Ups.
Hallo. Nee, die wollte ich gar nicht. Na, ist egal. Acht. Acht Messer. Brauche noch ein paar Steine. Ich würde noch ein, zwei Messer mehr herstellen können. Steine? Keine Steine? Schade. Wann kann man den Mohn dann ernten? Auch im Herbst dann? Komisch. Das sind auch nur Stöcker. Gucken, wie viele Messer hier noch drin liegen. 9 nur noch. Von 20. Läuft. Das nehmen wir mal mit. Und dafür kriegt ihr noch mal ein paar Steinmesser. Aber ich hatte ja überlegt, auch noch eine zweite Schmiede zu bauen und so weiter, aber dann... Ich meine, Wohnhäuser haben wir jetzt noch mal welche hingesetzt. Ja. Brauchen mehr Steine. Nehmen wir noch so ein bisschen am Plan, der Plan wieder so ein bisschen unsere Imposterabende wieder zu veranstalten. Für den einen oder anderen, der das vielleicht nicht kennt, so Spielchen wie Among Us, Goose Goose Duck, First Last Trouble sind solche Imposter-Spiele halt, wo du eine Gruppe hast und dazwischen sind ja Saboteure oder halt Verräter, wenn man es so nennen möchte. Und die Guten müssen die Bösen finden, die Bösen müssen die Guten ausschalten und so weiter. Und das kann in einer lustigen Gruppe, kann das schon echt witzig werden. Und ja, da wollen wir wieder gucken, dass wir da wieder ein bisschen mehr hinkriegen. Mal sehen, ob wir zum Mittwoch ein bisschen eine Lobby voll kriegen, so 10 bis 15 Leute, so in dem Bereich. Das wäre mega lustig. Vielleicht bietet sich das ja dann auch an, das hier über Twitch mal zu zeigen. Aber da muss ich dann, also da würde ich dann am liebsten eigentlich auch so ein bisschen gucken, dass ich den Delay, den Versatz noch ein bisschen umändere, weil, boah. Ich würde jetzt ungern wollen, dass da einer Stream-Sniper macht, wobei bei Among Us und so weiter ist es ja, selbst wenn du selbst wenn du eine Minute Versatz hast oder so, oder eine halbe Minute, wenn einer Stream-Sniper, sieht der sowieso, dass du der Böse bist. Also bei solchen Spielen ist das immer so ein bisschen schwierig, beziehungsweise muss man sich wirklich hart auf die Leute verlassen können, dass die sowas nicht machen, weil das ist ehrenlos in solchen Spielen so. Weil
es ist halt, darum geht es halt in dem Spiel, das herauszufinden. Und wenn einer bei solchen Spielen streamt, dann ist es unehrenhaft, dort nachzugucken quasi. Und dann weißt du halt einfach, der ist böse oder nicht. Das macht man einfach nicht. Also mit solchen Leuten ist auch meine ganz klare Meinung, würde ich sowas auch nicht mehr spielen, so wenn man das irgendwo so richtig rauskriegt. Weil was soll der Quatsch? Da wird einem der komplette Spaß genommen. Allen. Ne? So. Irgendwann die Tage wollte ich auch nochmal ein bisschen Minecraft reinchecken, weil ich ja alle möglichen Spiele spiele und auch offen mal für sowas bin oder war und halt Minecraft auf den richtigen Servern ist es auch eine coole Sache zum Bauen, zum ja, teilweise entspannen, muss ich ehrlich sagen. Und da finde ich das eigentlich ganz cool. Aber das würde ich dann auch gerne so einfach so im Stream einfach mal zeigen, wie sich das dann so verhält. Ja. Okay, machen wir 1, 2, 3. 4, 5. So. Bringen wir die Messerchen noch weg und dann suchen wir uns eine Frau. Das kann eigentlich nur ein Reinfall werden. Also ich von der Spielmechanik habe ich das jetzt auch so verstanden. Ich meine, wir hatten den einen Auftrag ja schon mal, dass wir irgendwie Sympathiepunkte bei einer Frau sammeln sollen. Wenn man mit ihr redet und so weiter, kriegt man Sympathiepunkte. Ich weiß nicht, wie viel man kriegt durch die Geschenke. Bin ich gespannt. Die waren jetzt nicht billig, deswegen, wenn sie da nicht gleich selber auf die Knie geht und um meine Hand anhält, dann bin ich ein bisschen beleidigt. Aber gucken wir einfach mal. Also in Realität, ne, ist natürlich ein No-Go. Also ich komme, da, das hat auch nichts mit Generation zu tun, aber ich denke, bei sowas wie einem Heiratsantrag, da bin ich altmodisch. Da sollte das schon der Mann machen. Aber wir sind hier im Spiel, wir wollen ein bisschen Spaß haben. Und gucken wir mal. Zack, 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 zack. Steinmesser. Nochmal 14 Stück drauf. Siehst du wohl. Jetzt habt ihr 31 Steinmesser. Würde wohl erstmal reichen. So, gehen wir nochmal ein bisschen Fleisch grillen, weil wir sowieso viel zu viel Fleisch haben. Und auch gerade Essen brauchen. Wie sieht es eigentlich bei den Gebäuden aus hier? Holzschuppen 2 sind wir auf dem Weg, fehlen noch fast über 300 Punkte. Kräuterhütte 2, fehlen nicht mehr so viele, 150, ein bisschen über 150. Nahrungsmittellager 2, super wichtig, 110 Punkte. Das geht über die Landwirtschaft. Ah, ich hoffe, durch den Herbst kommt noch ein bisschen was dazu, Landwirtschaftspunkte, dann können wir dringend ein neues Nahrungsmittellager kaufen, bauen. Ich müsste eigentlich ein zweites Nahrungsmittellager bauen, aber ich warte, bis ich jetzt Stufe 2 habe. Sonst ist das für mich Verschwendung. Küche 2 wäre auch gut. Fehlen auch nur bisschen über 150 Punkte. Also ja, ein paar Gebäude kommen demnächst. Ich hoffe, dass das ein bisschen schneller geht. Weil das sind alles so Gebäude, die könnte man durchaus gebrauchen. Und hier muss ich echt gucken, dass ich Platz mache, damit halt auch Fleisch und alles rein kann. Das heißt, wir werden jetzt Federn gehören hier nicht rein. Wir haben noch 91 gebratenes Fleisch. Oh Gott. Ja, und dafür ist nicht mal mehr Platz. Es ist nicht mal mehr Platz für gebratenes Fleisch. Uff. Pflaumen. Wir haben alles hier. Salz. Verschiedene Pilze. Tollkirsche. Weg. Damit hätte ich beinahe gesagt. Aber egal jetzt. Zwiebeln. Geben die Nahrung? 4 Nahrung. Nicht schlecht. Ich meine, bevor die vergammeln. Ja, aber wer ist pausenlos? Also, okay, da erwische ich mich jetzt selber. Ich bin jemand, der sehr gerne Zwiebeln isst. Aber selbst ich würde nicht 3, 4 Zwiebeln hintereinander weg wie so ein Apfel. Ne? Ja, dann nehmen wir uns jetzt hier mal 200 Fleisch und packen dafür die Tollkirsche weg. Packen dafür das gebratene Fleisch und alles weg. Pelz und Leder bringen wir ins andere Lager.
Gürteltasche können wir hier verkaufen. Hier haben wir noch Weidenkorb und sowas, alles Sachen, die wir verkaufen können. Das gebratene Fleisch packen wir hier rein. So. Ja. Und dann braten wir erstmal Fleisch. Wie nichts Gutes. Nützt ja nichts. Irgendwer muss das ja mal machen, wenn selbst zwei Küchen da nicht hinterherkommen. So. Federn rein hier. Leder und Pelz wollte ich da reinmachen. Leder, Pelz. Nein, das Materiallager ist auch voll. Uff. Oh, das ist nicht gut. Technologie. Das war hier vorne Materiallager, ne? Zwei. Drei ist das letzte. Ne, müssen wir noch ein zweites bauen. Ach. Okay. Ja, dann ändern sich unsere Pläne gerade. Wir brauchen zweites noch, nochmal Materiallager Stufe 2. Das muss jetzt vorher passieren und dann hoffe ich, dass wir zügig andere Gebäude bekommen, Lebensmittellager und so weiter. Im Prinzip müsste ich dann gleich zwei Lebensmittellager Stufe 2 bauen. Und die am besten auch so ein bisschen verteilen, damit die Leute weniger Laufwege haben, kürzere Laufwege. Ach Gott, was brauchen wir dann noch? Ja, dann werden wir bestimmt auch irgendwie bis dahin Küche 2 haben, hoffentlich. Das ist so ein bisschen jetzt nervig. Da, also cool, also natürlich muss man bei einem Fleischbraten dabei sein, ja. Mein erster Gedanke gerade war so, ja, Fleisch raufschmeißen, kommst wieder und kannst dich abholen. Aber das wäre dann auch so ein bisschen zu lahm. Aber die Mengen an Fleisch, die wir haben, die werden einfach nicht verbraten. Kriegen wir nicht hin. Ja, die Imposterabende, hoffentlich kriegen wir da was zusammen. Sollte sich hier jemand einfinden, der da, ja, mir einfach durch irgendeinen Zufall zuschaut und auch Bock auf Among Us oder Goose Goose Duck oder sowas hat, dann, und wenn ihr über 18 seid und ein bisschen lustig seid und ein bisschen Spaß abkönnt, dann meldet euch da gerne. So. Ja, 249 Fleisch. Andere Streamer würden denn jetzt irgendwelche, ich weiß, ich habe das beim Easy gesehen, irgendwelche Spielereien anstellen und dann können irgendwelche Figuren gegeneinander kämpfen. Ich habe so einen Spaß noch nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich sowas mal bei mir machen werde oder aktivieren werde. Jetzt in solchen Momenten wäre das ganz gut, wenn da so ein bisschen Ablenkung ist oder irgendwas. Aber, ja. Mein neues Lieblingsgetränk, Wasser. Yay. Ja, aber wer im Sommer seine Bikini-Figur haben will, muss leiden, ne? Oder was? Ist ja nicht so, als würde ich im Bikini nicht schon schlimm genug aussehen. Badumts. Hm.
Wenn ich jetzt hier... Ich wollte kurz mal was bei den Einstellungen checken. Audio. Grafik. Wenn ich jetzt hier... switche von Vollbild auf Fenstervollbild. Änderung übernehmen. Hat das für den Stream keine Auswirkung? So. Und Ton geht immer noch aus, wenn ich aus dem Spiel tappe. Das ist doch nervig. Wenn ich mal kurz was gucken will außerhalb des Spiels, was abchecken will, geht immer der Ton aus. Grafik. Fenster Vollbild im Fenster. Ändert sich auch im Fenster? Das ist im Fenster? Ehrlich? Aber auch da geht der Ton aus. Das ist doch zum Mäusemelken. Keine mögliche Einstellung, da irgendwas zu machen. Das ist doch... Das ist blöd. Es kann ja mal sein, dass man schnell was kontrollieren muss im Discord oder bei irgendwelchen Nachrichten. Das lässt sich halt auch schneller, einfacher machen, direkt über den Computer, aber naja. Ja, ich hoffe, euch geht soweit gut. Heute ist ja Montag. Kommt gut durch die Woche, lasst euch nicht ärgern. Wochenende ist zwar vorbei, aber das nächste Wochenende steht vor der Tür, also. Vor allem, ich will ja nicht pingelig sein, ich möchte ja kein Klugscheißer sein, aber da ist ein riesiges Grill. Ein riesiger Grill. Pack doch ein paar mehr Fleisch drauf. Nimm den Top da weg, hau da 1, 2, 3, 4 und dann mach da 3, 4 Reihen. Und dann machst du 16 in 3 Sekunden. Aber nee, immer eins nach dem anderen. Hey Krischi, na? Wie geht's dir? Nee, heute mal keine Messer. Heute mal einfach einen ganzen Stream nur da sitzen und Fleisch braten, weil ich zwei Küchen bei mir in meiner Siedlung gebaut habe und die das nicht hinkriegen. Also laut Einstellung schaffen die das nur 30 Fleisch am Tag zu braten. Komischerweise brate ich hier in ein paar Minuten 200. Also irgendwas läuft da nicht richtig. Ich glaube, ich habe faule Menschen oder welche, die das einfach nicht besser können, nicht besser wissen. Ich würde es denen ja zeigen, wie man da so... Guck mal, hier macht man Feuer. So legt man das Fleisch rauf. Aber das geht ja nicht. Kann ich nicht. Kann es dir nicht zeigen. Weil ich habe gerade gesagt, also wenn man mal auf die Fläche guckt, auch wenn es gerade dunkel ist, da passt so viel mehr Fleisch raus. Krischi, wenn wir grillen, dann würde es sowas nicht geben. Das ist ja Platzverschwendung. Das ist ja nichts. Ein Fleisch nur. Ein Fleisch von 189 insgesamt. Wenn wir grillen würden, würdest du den Grill nicht erkennen vor Fleisch. und weizenhaften Getränken. So grillt doch keiner. Echt mal. Leute, die so grillen, denen kannst du nicht vertrauen, ehrlich. Mit denen stimmt irgendwas nicht. Heißt aber auch irgendwie, mit uns stimmt was nicht. Kann aber auch stimmen. 60, ein Drittel geschafft. Und ist ja nicht so, als würden noch 800 oder was weiß ich, wie viel Fleisch im Lager warten. Ich muss mehr Lager bauen, dringend. Also Material, und wir müssen irgendwie vorankommen, dass wir das Nahrungsmittellager Stufe 2 haben. Das ist super wichtig.
City. Jetzt hat er das, was ich meinte. Jetzt hat er hier das gemacht, was ich wollte. Jetzt muss ich hier kurz einmal nebenbei aus dem Spiel raustappen. Verzeihung für den Ton. Und muss hier schnell was einstellen. Ja, Palim. Schön. Ich hoffe, das hört man alles im Stream. So. Ja. So. Nur Profis hier weg. So. Ach, Mann, du sollst weitermachen. Wenn ich auf die rechte Maustaste drücke, dann... Oh, bei 111 haben wir gestoppt. Mann, Mann, Mann. Schnapszahl. Krischi muss einen ausgeben. Musst du eigentlich, ich möchte ja nicht wieder den kompletten Schnorrer spielen, aber es könnte ja sein, dass in deiner jüngsten Vergangenheit etwas passiert ist, weswegen du ja sowieso bestimmt nochmal einen ausgibst. Dass das hier so lange dauert, oder wie, oder was? Oder was meinst du mit Zeit? Ist halt, also vom Balancing, von der Logik her ist das halt Schwachsinn. Wenn ich in die Verwaltung gucke, kann ich ja einstellen, wie viel bei einem Gebäude, wie viel dort dann in Zeit, in was investiert wird bei der Produktion. Und selbst wenn ich das Fleisch auf 100% drehe, kriege ich 30 oder so, wenn ich es richtig verstanden habe, pro Tag. Ich müsste ja quasi 3-4 Küchen haben. Oh, das da. Oh! Oh, hat er nicht gesagt, hat er nicht geschrieben. Nein, alles gut. Ja. Wie sieht's eigentlich bei euch aus, Krigi? Wann macht ihr. Ja, klar. Wann macht ihr eigentlich. Oder wie weit seid ihr mit dem Glasfaser da unten bei euch? Was habt ihr da mal eine Nachricht gekriegt, wie lange das noch braucht? Und ganz am Rande, ich möchte auch das Thema, soweit es geht, fernhalten, weil es da immer wieder verschieden angesetzte Diskussionen gibt. Aber ich bin geboostert und sofern irgendwo wieder irgendwas nötig wäre, werde ich mir das auch sofort holen. Und dementsprechend ja, kann man mit mir eigentlich relativ gut planen, was sowas angeht, weil ich Freiheiten klingt blöd, aber ne? Man muss halt auf weniger achten. Ist angeschlossen, ja, denn. Achso, und läuft auch schon, Krigi? Hast du auch schon Glasfaser, volle Möhre hier, Feuer? Wäre geil. Also der Unterschied jetzt, das ist für mich hier so. Auf eine Art nehme ich es ganz normal hin, weil es ist ja eigentlich wirklich freaking Standard heutzutage, sollte es sein, ne? Und wir wohnen in Gebieten, wo man jahrelang hoffen muss, dann kommt Corona, dann wird das auch noch wieder nach hinten verschoben, dass man Glasfaser bekommt. Weil du immer noch mit so einer Dorfleitung rumpümpelst und kannst im Prinzip, wenn du jetzt, so wie ich, dich für Content Creating irgendwo, für Videos und Streaming und alles Mögliche interessierst, kannst ja gar nichts machen. Das ist ja, selbst Privathaushalte, mal ganz ehrlich, ob nur mit zwei Menschen oder mit einer ganzen Familie, wenn man dann anfängt, Filme zu streamen, Netflix und wie sie nicht alle heißen, ja, da kommst du mit so einer Dorfleitung, wenn alle drin sind gerade in ihren Zimmern, wird dann auch schon schwierig. Deswegen bin ich super froh. Und jetzt ist es wirklich so, ich bin jetzt von verschiedenen Programmen richtig enttäuscht, weil ich kein Update mehr habe. Entweder weil es schon viel zu schnell runtergeladen wurde oder weil es gerade kein Update gibt, weil ich dann einfach beobachten wollen würde. So, fertig. Ja, Handy, habe ich gesehen. Ist jetzt gerade schwierig, außer du möchtest, dass wir alle mithören. Warte mal.
Ja. So, ist tatsächlich so. Ich habe ja damals, als wir die ersten Werbeschreiben gekriegt haben von meinem neuen Internetanbieter, der WMAG, Kaching, habe ich sofort bei meinem Vermieter angerufen. Ich habe gesagt, hier, wie sieht's aus? Gestern oder wann geht's los? Und weil dort in den ersten Schreiben stand drin, wenn du dich in der Planungsphase dort schon meldest und was abschließt, wird dir der Anschluss, glaube ich, kostenfrei zur Verfügung gestellt. Jetzt musst du dir mal reinziehen, Krischi. Das ist der blanke Wahnsinn. Ich wohne in einer Kleinstadt, wo mehrere Blockparteien, also mehrere Wohnblöcke nebeneinander stehen, aber unterschiedliche Wohnungsgesellschaften haben. Ich wohne in einem Block. Dann 1, 2, dann um die Ecke ein Block und dann kommt der Block, wo meine liebe Frau Mutter drin wohnt. Und der Vermieter dort oder die Wohnungsgenossenschaft dort weigert sich, hat sich geweigert, das in Anspruch zu nehmen. Die haben da kein Glasfaser. Ich jetzt hier habe Glasfaser. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Zu den heutigen Zeiten. Normalerweise müsstest du denen, die das Recht wegnehmen, den Block zu verwalten. Zu den heutigen Zeiten ist das ein Unding, dass du kein vernünftiges Internet hast. Wenn es doch schon möglich wäre. Es ist ja jetzt nicht so, dass es gar nicht geht. Nee, es würde gehen. Und die sagen, nö. Kein Bock. Also, mach selber so nach dem Motto. Und daher weiß ich nicht, gerade auch bei Häusern mit Privatvermietern quasi, wie sich das dort verhält. Boah. Yep, pass auf dich auf, wir hören uns. Ja, halt mich auf dem Laufenden. Alles klar. Aber grundsätzlich weiß ich nicht, wie sich's da verhält. Es ist aus meiner Sicht ist es eine Schweinerei. Es kann nicht sein, ehrlich nicht. Also, da komme ich als relativ intelligenter Mensch nicht hinterher, was die Leute sich dabei denken. Oder wovor sie davon Angst haben. Das sind so Menschen, denen kannst du auch einen Koffer Geld vor die Tür stellen und die machen die Tür nicht auf, weil sie irgendwie schwierig. Schwierig. So. Was habe ich gesagt? Wir brauchen dringend neues Materiallager. Und das wird wieder ein Materiallager Stufe 2, weil Materiallager Stufe 3 dauert noch. Was wiederum bedeutet, wir brauchen, haben wir, ach, ich nehme jetzt einfach mal hier welche. Ich hoffe, ich kann trotzdem noch laufen, ja? Halbwegs. Oh, zucken, Maul. Wir haben jetzt, ich müsste im Prinzip Materiallager da oben irgendwo hinbauen. Weil wir haben beide, ob das eine jetzt Materiallage 1 ist und das andere 2 ist, erstmal dahingestellt. Wir haben beide hier unten quasi. Was bedeutet, hier oben müsste ein nächstes Materiallager hin. Materiallager Stufe 2. Ich würde das dann so platzieren, dass es quasi hier oben, das ist sehr nah an dem anderen. Zumal ich wollte hier oben ja auch noch eine Scheune später hinsetzen, dass die von der. Das sind jetzt hier unsere Holzfäller, ne? Die kommen ja sowieso irgendwann weg, weil wir Holzfäller Stufe 2 bauen. Ne, das ist ein Holzfäller. Und hier ist. Das ist die Kräuterhütte. Und das ist der Grabungsschuppen. Ich werde das jetzt hier neben die Jägerhütte bauen. Fertig. Da kenne ich gar nichts. Müsste ich aber wahrscheinlich die Baumstämme da noch wegmachen. Aber wir haben ja keine Schaufel ausgerüstet gerade, ne? Schaufel. Holz. Schaufel. Da. So, kriegen wir zwar. Werden wir zwar noch gleich noch schwerer werden, weil wir immer einen Holzstamm aus jedem. Also entwurzelten Baum bekommen. Aber ich brauche den Platz jetzt hier. Nützt nichts. Zack. Materiallager 2. Und das setzen wir jetzt hier hin. Wenn er mal grün wird. Was denn? Was bist du nicht zufrieden? Hä?
Hier ist doch nichts. Oder stören dich die Baumstämme da? Kann auch nicht sein. Ich werde gleich gar nicht mehr laufen können. So. Komm, werd grün. Ey, du warst gerade grün, ja? Zick hier nicht so rum. Kann ich auch noch weiter. Bisschen Luft, dass wir ein bisschen Luft haben zum Laufen zum Feld. Und dann müsste das doch passen. Siehst du wohl. Schnappen wir unseren Hammer. Upp. 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 Zack. 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 So. Und brauchen Holzstämme. Das ist doch tiefer, als ich dachte, das Ganze. Deswegen ging das erst nicht. Ich habe immer, eigentlich will ich hier nicht alles so kahl roden und dann hoffen, dass das nach 3, 4 Jahren wieder wächst. So, das ist halt so, aber ich brauche halt auch Holz und ich will nicht die ganze Zeit nur aus dem eigenen Lager klauen. Das ist so dieses Dilemma. Da 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 da. Ja, ich hab so ein bisschen. Ich bin so ein bisschen geschädigt. So. Irgendwann, wenn wir Materiallager 3 haben, werden wir mit Sicherheit das 1er unten entfernen. Und da wird dann garantiert kein 3er hinpassen. Das wird wahrscheinlich wieder größer sein als alles andere. Und dann werden wir da, ja, wiederum gucken, dass wir da noch ein paar Häuser hinsetzen und so. Den Wohnraum oder den Platz neu nutzen optimal. Aber wir brauchen mehr Materiallager, weil das kann nicht sein, dass dann unsere Leute quasi das ganze Material eigentlich haben, aber nicht einlagern können. Das funktioniert so nicht. So. Du. 14 Uhr, ein bisschen haben wir noch Zeit. Dann werden wir ein bisschen was essen und dann ja, machen wir weiter. Also eigentlich, dann werden wir dann unsere Frau suchen. Aber das gilt jetzt einfach vor, weil die Leute sonst, die produzieren ja nichts. Das kann es ja nicht sein. Hier brauchen wir Bretter. Hier auch überall. Boah. Ja, wieso mache ich hier, dass immer nur bis 1 steht? Wegen auch dem Boost, den wir dann haben. Nützt uns nichts, jetzt den Boost zu haben, wenn wir eh nichts mehr bauen können. Hier ist auch wieder alles voll.
Kann das sein, dass die Fallen zeitlich begrenzt sind, weil die jetzt bei 63% sind? Also je öfter man die quasi leer macht, oder je schneller, desto mehr kriegt man quasi raus, habe ich das Gefühl. Es nützt nichts. Wir brauchen Holz. Oh, wartet mal. Oh Gott. Das kann's ja nicht sein. Gerade Post beziehungsweise Amazon und echt, ich habe immer immer schlechteres Bild von diesen ganzen Amazon-Fahrern jetzt. Also habe irgendwie das Gefühl, da darf jeder arbeiten irgendwie. Und das meine ich nicht positiv. Also, dass das, ich meine, man kann sich darauf berufen, weiß ich, rein tariflich oder technisch ist es so, dass die die Sachen nur bis zur ersten Haustür liefern sollen. Aber wer macht das? Also, ganz ehrlich. Und dann ist das zu viel. Zu viel irgendwo ein paar Treppen hoch zu laufen, dass der sich dann noch lautstark beschwert. Also wirklich irgendwo in auch in der Sprache, die ich nun mal nicht verstehe, da irgendwo vor sich her tottert, ist nicht freundlich, ist nicht schön. Aber ich hatte das letztens schon mal. Und da wird's dann kriminell. Ich hatte mir vor Weihnachten hatte ich mir eine neue Jeans und einen Gürtel bestellt. Und in der App stand dann, wurde abgegeben oder wurde zugestellt, wurde aber bei einem Hausbewohner abgegeben. Und ich wohne nun mal in einem Block mit mehreren Familien. Und so, jetzt bin ich in der Pflicht, alle durchzuklingeln und zu gucken, irgendwo, hey, hast du mein Paket? Zwei Steine.
Bin ich nicht und sehe ich auch nicht ein. Und irgendwo, wo ist halt Professionalität? Ich meine, worum es mir da gerade geht, ist, dann, wenn Amazon selber in dieses Versandgeschäft auch zusätzlich einsteigen will, um Geld zu sparen oder alles, verstehe ich nicht, wieso sie sich dann nicht auch an die Gegebenheiten anpassen und das dann genauso machen, weil das Paket vor Weihnachten ist ja nicht aufgetaucht. Ich habe mich bei Amazon beschwert, die haben das Ganze geprüft und haben da irgendwie angeblich nochmal den Zulieferer kontaktiert und der hat genau das Gleiche nur behauptet, nur das Gleiche gesagt, von wegen, ja, wurde abgegeben, das hilft aber keinem und dann habe ich es erstattet gekriegt und dann musste ich mir wieder was Neues bestellen. Das Dumme daran ist, das war vor Weihnachten, das war halt ein Angebot. Das heißt, wenn ich wieder die gleichen Sachen hätten haben wollen, hätte ich wieder mehr zahlen müssen. Und da, keiner sagt dann, okay, du konntest jetzt nichts dafür, dass das nicht zugestellt wurde. Wir verkaufen es dir zum gleichen Preis. Sagt keiner, never. Und Ende der Geschichte war halt, dass ich mir andere bestellen musste, bin ich jetzt auch super zufrieden mit, aber überhaupt ist das nicht, ist nicht gut, ist nicht schön. Und worauf ich hinaus wollte, rein technisch, wenn man in die Gesetze und Vorgaben alles guckt, sind die nicht dazu verpflichtet, das zu deiner Wohnungstür zu bringen, sondern nur erste Tür. Und da berufen die sich halt hardcore drauf. Das kann man jetzt so oder so. In einem Block ist es natürlich immer schwierig. Ich weiß selber, dass das dann natürlich auch noch ein bisschen Zeit kostet, wenn die Leute hochkommen. Und ich bin regelmäßig einer auch, der dann sagt, okay, ich komme entgegen quasi. Aber der Ton macht die Musik. Und da jetzt irgendwie die Kunden anzuflaumen, weil man dort ja, hoch muss, hat ihm jetzt auch nicht Zeit gespart. Also das ganze Tötrateur. Das Einzige, wofür es sorgt, ist, dass er genervt und unzufrieden ist und dass ich als Endkunde genervt und unzufrieden bin und das ist doch, ist es nicht wert. Aber das führt, glaube ich, auch zu weit. Ich glaube, das ist ein eventuell Geben und Nehmen im Prinzip. Oft genug, ich kenne die meisten von DHL quasi, die hier Pakete bringen. Ja. Und doofe Erfahrung wieder. So. Finde ich nicht gut so. Sollten sie dran arbeiten. So, wir brauchen 5 Holzstämme und habe ich das jetzt richtig gesehen, dass das immer 1, 2, also 4 mal 6 wieder 24 Bretter? Und 5 Holzstämme. 1, 2, 3, 4, 5. Wobei ich denke, da. Ich meine, das ist auch tief. Ich weiß nicht, ob das von der Größe das gleiche ist, nur halt von den Materialwänden her anders. Vielleicht würde da ja auch ein Materiallager 2 hinpassen, wenn ich das 1er abreiße. Aber dann würde ich lieber das jetzt so lassen, wie es jetzt ist, und würde dann da unten Materiallager 3 hinsetzen oder sowas, wenn ich dann soweit bin. Okay, ich habe mich geirrt. Ich brauche doch mehr Bretter. Ja, nochmal 24. Läuft.
Hä? Hier macht er gleich beide? Hä? Also sechs Bretter oder was? Vom Platz her sieht das ähnlich aus. Ich meine, das Problem jetzt hier, Landwirtschaft. Entwickle diese Technologie weiter, indem du Landwirtschaft betreibst und Tiere züchtest. Entdecke neue Schemata und lerne Fortschritte, Gebäude für die Landwirtschaft zu errichten. Ja. Uns fehlen 97 Punkte fürs Nahrungsmittel 2. Nahrungsmittellager. Mann, was ist denn jetzt? Also ich hoffe, im Herbst kommt ein bisschen was dazu, dass wir da halt vorankommen. Oh, mein Hammer. Ah, wir haben noch einen. Gut, ist aber fertig. So. Gucken wir mal, jetzt hier wieder was drin. Aber Landwirtschaft können wir jetzt nicht betreiben. Könnten höchstens was ansäen, aber das können wir halt nicht, weil jetzt im Sommer kann man nur Kohl ansäen und im Herbst naja Roggen. Wieso wachsen die hier nicht? Das verstehe ich nicht. Naja. Ist das jetzt der Moment, wo wir losgehen und uns eine Dame suchen? Weil einfach Zeit ausnutzen? Also versteht mich da auch so nicht falsch. Es ist halt, ich zustelle und sowas will ich nicht machen, will ich nicht sein. Es ist, wenn man ehrlich ist, ist die wirtschaftliche Lage, denke ich, in allen Ländern schwierig. Die Leute sind nun mal darauf angewiesen, dass sie einen Job haben. Die Leute sind darauf angewiesen, dass sie Geld reinkommen oder ein Geldeinkommen haben, sage ich jetzt mal. Nichtsdestotrotz wissen das manche Arbeitgeber und behandeln einen auch dann so. Du bist dann wirklich nur wie in der Datenverarbeitung bist du nur eine Ziffer. Du bist halt nur eine Akte quasi. Und wenn du nicht ihre Regeln befolgst, die immer krimineller oder immer schwieriger werden, dann ja, weg. Irgendwer wird sich finden, der es macht. Und das sind Zeiten, da muss man sich nicht wundern, dass Leute so bescheuert und kaputt werden wie ich. Und da muss man sich am Ende auch nicht wundern, wenn man einen Mitarbeiterdurchlauf hat, der schlimmer ist als bei einem Freudenhaus. Also, hier ist Leder, Steinmesser, dass wir die Räder hier nicht mitnehmen können oder sowas. Und ich würde echt kein Zusteller sein wollen. Alleine der Zeitdruck, den die da haben. Das ist schon krass. Aber, und ich denke, das ist auch nur nachvollziehbar, kann der Mensch, der da einfach auf seine Ware, auf seine Zustellung wartet, kann da am wenigsten was für. Und natürlich weiß ich, dass diese Leute unter Zeitdruck stehen, aber ist halt. Die Welt ist, wie sie ist, ne? So. Hier ist niemand.
Außer how can I help you? Dir kann ich noch ein bisschen best goods in the valley. Zeug verkaufen hier, damit ich ein bisschen was rauskriege aus dem Inventar. Und noch mal ein bisschen Geld. Ich hatte hier noch eine Trinkflasche, die ich nicht mehr wollte. Oder die ich nicht will. Leder hatten wir gerade eingesammelt. Ein Steinmesser hatten wir eingesammelt. Und das Steinmesser ist schon gebraucht. Brauchen wir nicht. Stärketrank und den Trinkschlauch. Hier die Gürteltasche, die eine. Zack. So, 1008 Münzen haben wir. Das sieht doch gut aus. See you soon. Ich hätte vorne am Lagerfeuer ich das Fleisch braten können. Ich trottel aber näher. Hier sitzt nur ein Mann. I welcome you, traveler. Ja. Die wilde Natur, blablabla, gebändigt und in Ordnung gebracht worden ist. Rechtwinklige Felder, gerade Waldränder und gut abgespitzte Minenschächte, damit fühle ich mich einfach ruhiger. Ah, okay. It was nice seeing you. Ja. Also hier ist niemand, den ich für mich begeistern könnte. Ah, ich glaube, wir gehen mal lieber irgendwo hin, wo wir noch nicht waren. Ich glaube, das ist effektiver. Können ja nebenbei noch mal ein bisschen Steinmesser bauen, damit wir auch ja immer fleißig handeln können. Gerade hier ist gerade so schön voll alles mit Materialien. So, 15 Messer schnell nochmal herstellen. Derzeit kann ich schon mal gucken, ob in meinem Päckchen auch alles gut ist. Muss ja gucken, Handy-Zubehör 24. Sieht auf alle Fälle gut aus. Das Handyzubehör 24. Steine. Wir brauchen immer Geld. Im Prinzip, sofern wir rumlaufen, müssen wir im Prinzip Steinmesser bauen, damit wir die verkaufen können. Wir werden immer Geld brauchen für irgendwas. Wird immer mal was sich rausstellen. Hier brauchen da was oder brauchen da was. Wenn wir einfach Hafer und Roggen kaufen, um den selber zu dreschen,
um wieder Punkte zu bekommen, was die Landwirtschaft angeht. Völlig egal. Wir brauchen ja sowieso Tierfutter. Und ich glaube, wenn ich das richtig verstanden hatte, hatte der liebe Kartoffellord beim letzten Mal ja auch gesagt, dass wenn die nach jeder Jahreszeit haben die eine gewisse, ich glaube, 50% Chance, sich zu vermehren, quasi. Und ja, da muss man dann mal gucken, ob wir dann neues Ferkelchen dazu bekommen oder Gänse. Wir haben jetzt zwei Ställe, die Eier produzieren und Federn. Und den Schweinestall, der Dung produziert. Und das nicht wenig. Also an Dünger sollte es uns im Frühling nicht fehlen. Okay, jetzt sind wir fast wieder gleich. Fast wieder even. Ja. Ist doch gut, ich will nichts von euch. Ich will jetzt nicht jagen. Ich will einfach nur vorankommen und mir eine Frau suchen. Das ist mein sehnlichster Wunsch. Ich muss Messer herstellen, damit wir laufen können. Ich höre das quietschen, als wäre es neben mir. So, da hängt doch bestimmt irgendwo in so einem Busch drinne. So, und jetzt lasst einfach mal ein bisschen schneller laufen, damit wir auch vorankommen. Was hast du hier, Hasi? Oh, das sah böse aus gerade. Der hing am Stein und einfach so fatz von rechts. Und auch die Blutlache hier. Boah. Ich mache mir damit keine Freunde. Geht ums Spiel. Es ist nur, sind nur virtuelle Sachen. Ich schwöre bei Gott, bei den Aufnahmen wurden keine Tiere, sind keine Tiere zum Schaden gekommen. Hui. Da vorne ist das Dorf. Mal hier über den Zaun springt. Upp. Ach ja. Oh, ich bin. Oh. Och Gott, bin ich ausgerutscht. Mensch. Oh, das ist alles voll mit Frauen. Hallo. Wie alt waren wir jetzt nochmal? 22 sind wir jetzt, okay. Das Messer packen wir mal weg, das sieht sonst doof aus. Du siehst nicht. Du siehst irgendwie. Baldwina. Wildtruder. Alina. Hallo. Alter 22. Romantik. Entschuldige, ich bin nicht auf der Suche nach einem Partner, aber ich habe gehört, dass die Reisenden im Lagerfeuer oft noch zu haben sind. Ja, wo sitzt du denn? Have a good day. Was ist denn das? Nein, das sieht so aus wie Grandma. Be welcomed, stranger. 28. Goodbye. How is life treating you? 24. Ach Gott, Wildtruder. Toller Name. Wirklich hübsch. Romantik, du bist mir aufgefallen. Darf ich dich etwas fragen? Seit meiner Kindheit habe ich Höhenangst. Es scheint, dass ich mich jedes Mal verletze, wenn ich falle. Was ist deine größte Angst?
In den meisten Situationen, jetzt haben wir 5 Zuneigungen, in den meisten Situationen kann ich mich ganz gut behaupten, aber es gibt eine Sache, die mir tief drin furchtbare Angst macht. Verantwortung. Ich liebe die Küche hier. Was ist dein Lieblingsessen? Ist Wein ein Essen? Was sage ich da? Natürlich ist er das nicht. Dann eben Met. Direkt sympathisch. Letzte Nacht hatte ich diesen seltsamen Traum. Ich war dabei, ein Haus zu bauen, aber jemand anderes hatte die Kontrolle über meinen Körper und sah durch meine Augen. Dann hörte ich diese seltsame Stimme, die klang, als käme sie von weit her. Sie sagte, Mist, er hat schon wieder Hunger. Sehr merkwürdig. Alter, sowas kannst du denn erzählen, wenn du eine Frau kennenlernen willst? Die sagt ja gleich, oh, mein Handy. Brr, brr. Hallo, ja, ich komme. Der heutige Tag ist für mich ziemlich ermüdend, aber dennoch erfolgreich. Wie läuft dein Tag? Langweilig. Ich habe keinen einzigen Tropfen Wein getrunken, keine Witze erzählt. Oh, ich kann dir einen erzählen. Bist du bereit? Was sitzt im Baum und sagt, aha, ein Uhu, der nicht richtig reden kann? Okay. Das ist so doof. Gefällt mir. Ich habe eine Kleinigkeit für dich. Hier. Ein Anhänger. Oh, es gibt etwas kostenlos. Dankeschön. Wow. Ich kann kein weiteres Geschenk annehmen. Ich habe das letzte noch nicht verkaufen können. Ein Scherz. Ha. Ich bin gerade dabei, eine neue Siedlung aufzubauen und ich suche gute Leute, die bereit sind, sich mir anzuschließen. Ja, sonderlich mega toll ist sie jetzt nicht. Irgendwie von den Slots, also von den, was sie so kann. Ich werde sie aber erstmal in ein leeres Haus stecken, damit ich sicher gehe, dass keine da. Weil ich habe da jetzt einfach schon ein Geschenk investiert. Also wenn, will ich da auch was rauskriegen von. Geht sie halt in die Scheune als Landwirt. Wo sie nur eins hat. Ist ja logisch. Können wir irgendwas tauschen? Einer, der eine 2 hat, hier und darf. Nee, das ist ja Landwirtschaft. Nee, was? Hä? Was sag ich jetzt? Ja, Scheune 2. Hat auch eine 1. Och Gott, was für eine Fehlinvestition. Nein. Es kommt natürlich auf den Charakter an. Und der war lustig. So. How are you? Unterhalten. Worum bist du besonders gut? Okay. 7000 Reputation, alles klar. Have a good day. So, weswegen war ich jetzt hier? Ich war jetzt hier, weil ich Sachen verkaufen wollte und eine Frau gesucht habe. Das mit der Frau könnte eventuell klappen. Da warten wir noch ab, aber jetzt muss ich. Ups. Okay, denn ich. Erstmal in die Richtung. Und zu dem Lagerfeuer, was wir da mal irgendwann hingesetzt haben. War doch die Richtung, oder? Gab da? Nee, war sicher nicht die Richtung. Und Orientierung. Wir sind noch gerade am Lager. Ich baue jetzt ein neues, ist mir egal. Okay, wir bauen gleich ein neues, ist mir egal. Ja, willst hier im Spiel eine Dame kennenlernen und erzählst sie erstmal, dass du total den Psychotraum hattest. Kann man machen, aber dann, wenn sie deinen Namen trägt und eh nicht mehr weglaufen kann. Ansonsten würde ich davon abraten.
Ich denke, den Sommer werden wir jetzt noch spielen. Dann werde ich erstmal ein bisschen was essen und dann nachher kümmern wir uns um die Sachen, die dann im Herbst zu machen sind, wie der Roggen und das Ganze. Schlafen wir einmal, damit die Leute wieder wach sind und wir handeln können. How is life treating you? Best goods in the valley. So, Steinmesser. Okay, was haben wir noch so? Parfüm, ja, aber das Parfüm brauchen wir noch, um jemanden zu beeindrucken. Have a good day. Ja, und das war's eigentlich dann auch schon. Wir brauchen gerade nichts Besonderes. Dass wir wieder nach Hause kommen und dann versuchen halt das zu Ende zu bringen. Mit der Frau. Ich will das eigentlich gar nicht. Ich werd dazu gezwungen hier vom Spiel. Mal sehen, vielleicht finden wir unterwegs noch irgendwas. Außer ein Lux, der irgendwie komisch aussah wie ein Hund. Ich denke, hä, war da was? Ich glaube, da war ein Wildschwein. Ja. Das brauchen wir auch gerade nicht. ...905 immer noch. Gut, ich müsste vielleicht mal gucken, ob bei den Küchen in den Kisten Fleisch drin ist. Weil gefühlt ist ja... ...nichts im Lager, aber das kann ja die ganze Zeit oder häufig auch schon mal dran gelegen haben, dass halt... die Lager überfüllt sind und deswegen auch nichts mehr reinpasst. Das muss ja jetzt nicht zwingend sein, weil wir da irgendwelche unfähigen Leute haben. Es würde ja keinen Sinn machen, weil die ganzen anderen funktionieren ja, produzieren ja. Hihi, hallo! Tatsächlich, weil man Bock drauf hat, weil man Zeit hat, weil man alleine ist, weil einem nichts Besseres einfällt. Nein, also, ich habe ja gestern ein bisschen, ja, früh dann auch, oder spät angefangen, früh aufgehört, je nachdem. Und ich habe einfach Bock, hier weiterzumachen und habe gerade die Zeit. Ich habe aber vorhin auch schon gesagt, also ich werde jetzt den letzten Sommertag noch machen, dann... mache ich eine kurze Pause, einfach mal was essen und dann gehen wir weiter in den Herbst. Ich bin gerade, ich habe mir eine Frau gesucht, Wildtruda oder wie sie jetzt hieß, die ist in einigen Sachen Durchschnitt und in anderen Sachen kann sie nichts, aber sie war mir direkt sympathisch, weil sie hatte nur Wein und Met im Kopf, also dachte ich, hey,
Perfekt. Das ist meine zukünftige. Die hat echt geantwortet, so von wegen, was ist dein Lieblingsessen? Ja, ist Wein ein Essen? Ja, und dann eben Met. Einfach nur versoffen. Direkt verliebt. Ja, mein Bester, danke. Ich, wie gesagt, na, ist ja nicht lange und dann werde ich erstmal was essen und dann später geht's weiter. Ja, ich hoffe. Krischi war ja auch schon da. Und nachher geht's dann weiter mit dem Herbst und das, ja, bis abends, bis, keine Ahnung, Open End. 24 Stunden Stream, nein, war ein Scherz. So, jetzt werde ich sie mal suchen, ob sie schon da ist. Auf der Karte ist ja niemand sichtbar, ne? Hier so. Oder rennt sie hier gerade? Ne, da wird ja ein Fischer gerade sein. Ich wünsche dir auf alle Fälle einen super geilen Tag und melde dich gerne jederzeit. So. Ich habe sie erstmal in die Scheune, weil ich da ist der einzige Arbeitsplatz, den ich hatte. Das Gute ist, bei Landarbeit hat sie eine 1, also wirklich Spezialistin. Gerade die Form geändert. Hier bist du. Hallo. Romantik. Schönes Wetter haben wir heute, findest du nicht? Auch bevorzugst du sonnige oder regnerische Tage? Eindeutig Regen. Keine Feldarbeit und eine Menge Pfützen zum Hineinspringen. Faul ist sie auch noch. Mensch. Gott. Oh, wie geht es dir? So eine Liebe habe ich noch nie gefühlt. Das macht mir Angst. Aber lieber verbringe ich mein ganzes Leben in Angst, als auch nur einen Atemzug mehr ohne dich als meine Frau zu tun. Oh, das ist ja aber auch so ein bisschen krass schon. Bei mir zu Hause war das beste Mittel gegen eine Erkältung immer ein Sud aus Hühnerknochen und Kräutern. Wie sieht es bei dir aus? Plus null. Es ist einfach, nimm ein Bier und mische es gut etwas fein mit jedem weiteren Bier. Die ist so versoffen. Hier, yeah, das ist meine große Liebe. 100. Ah, 100? Okay. Hallo Sindora. Ich habe eine Kleinigkeit für dich. Okay, das geht auch nicht. Moin. Schön auch. Das ist eine Säuferin und sie ist faul. Ich kann nicht mit kompletten, mit normalen Komplimenten kommen. Ich müsste sie auf ein Bier einladen, dann wird sie mich lieben wahrscheinlich. Plus 3. Ich liebe Tau. Er macht das Barfußlaufen über die Wiesen so viel prickelnder. Ja. Okay. Sie braucht wieder etwas Zeit. Boah, da hätte mir auch einer sagen können, dass das auch richtig zeitaufwendig ist hier. Boah. Schön, dass du da bist. Ich spiele gerade Medieval Dynasty. Richtig cooles Mittelalter. Ja, Survival, ich sage immer Survival, weil hat halt so Survival-Aspekte, Crafting und Fertigkeiten und so weiter. Gucken wir mal in unsere, hier geht's allen gut und hier läuft es auch, außer die typischen Sachen, die halt fehlen. Feld 6, ja, ist zu weit weg von der Scheune, weiß ich. Hier ist auch nochmal alles gleich. Ja, also eigentlich wäre ich mit dem Sommer hier durch. Da oben ist wieder Falle. Aber wieso immer nur die linke?
Die müssten ja jetzt alle Schrott sein hier. Noch, also brauchen wir eine Vogelfalle und da brauchen wir Stöcker für und hier brauchen wir auch Stöcker für. Stöcker. So. Dann bin ich jetzt, glaube ich, bei 34 Followern oder so? Oder 33? Auch cool. Irgendwann habe ich 50. Ne? Mal gucken, was da bei den Twitch-Sachen so rausspringt. Da kenne mich da auch absolut gar nicht aus. Macht aber super Laune, endlich Glasfaser-Internet zu haben und endlich mal ein bisschen streamen zu können. Immer noch ein paar Bären mit hier. Wenn wir wieder Nahrung brauchen. Hallo? Waren das jetzt schon alle Bären hier oder was? +3 Zuschauer im Zeitraum ist halten, dann was. Ja, genau. Mir wurde ja mal gesagt, so diese 50 Follower ist super easy. Kann ich so nicht einschätzen. Und das mit den aktiven Zuschauern, glaube ich, das ist eher so das Schwierigere. Je nachdem, weil je mehr Leute, die halt followen und so weiter, desto eher hast du aktive Zuschauer, denke ich. Dann so ein bisschen, dass man auch, dass die Leute wissen, dann und dann, oder ist das und das, oder was auch immer. Aber es ist bloß interessant, es ist bloß lustig da so. Das alles so ein bisschen kennenzulernen endlich. So nach gefühlt 100 Jahren. Ich hatte jetzt auch schon, ja. Ja, ne? Weil nicht jeder Follower guckt dir halt auch zu. Also je nachdem, kommt halt auf die Art Follower drauf an. Ich hatte hier den Twitch-Kanal jahrelang und hatte den halbwegs eingerichtet. Der ist jetzt auch noch nicht zu Ende eingerichtet. Aber dann haben immer mal wieder welche so aus Sympathie einfach, ja geil, ich follow dir mal. Obwohl ich habe hier nicht ein Video gemacht, nicht einmal was machen können ja auch. Und es gibt halt den Unterschied halt wirklich zwischen Leute, die daran interessiert sind, dein Content zu sehen oder dich zu sehen und so weiter. Und im nächsten Moment irgendwelche Leute, die nur so Sympathie-Follows machen, aber dann trotzdem nie da sind. Ja, beides ist okay oder, ne, aber man, schön ist es natürlich auch, wenn den Leuten das gefällt und wenn sie halt wirklich aktiv dabei sind. Dann macht das ja auch Sinn. So. Wobei 670 Follower und 2 bis 3 Zuschauer ist schon krass. Also diese Grätsche dazwischen. Weil 2 bis 3 Zuschauer für diese Anzahl ist, also hört sich jetzt gerade etwas wenig an. So. Dann die Steinfalle. Die Vogelfalle. Und noch eine Hasenfalle. Haben wir das wieder durch? Ja, wir könnten ja halt noch gucken, ob wir ein paar Messer bauen können. Dass wir das wieder in die Jägerhütte packen. Ein bisschen noch irgendwas mit dem letzten Sommertag machen. Und dann würde ich erstmal was essen. Und dann geht es danach weiter mit dem Herbst dann. Und im Herbst dann ja weiter an unserer versoffenen, also ich meine es wirklich spaßig, ne? Es ist nicht abwertend gegenüber Frauen und so weiter, versteht mich da nicht falsch. Aber mit unserer versoffenen zukünftigen, dass wir da gucken, dass wir sie mehr auf unsere Seite ziehen.
Ich habe ja noch Parfum, was ich ihr schenken kann. Aber sie hat ja noch den Anhänger nicht verkauft. Aber das ist, bin so typisch ich. Ich soll im Spiel eine Partnerin finden und suche mir die, die nichts auf Romantik gibt und die faul ist und die meine Geschenke verkauft. Das ist so typisch ich. Ja. Ich habe jetzt wieder ein bisschen über das Weihnachtsevent. Ich war jetzt schockiert, dass das so schlagartig vorbei ist und ich die Aufträge gar nicht nachholen konnte, weil ich bin der Meinung, da stand, wenn du über so und so viel hinten hinüber bist, hier, also von den Aufträgen her, kannst du den Rest dann irgendwo weitermachen. Aber meine Garage ist jetzt komplett umgearbeitet. Dann hatte ich irgendwelche Meldungen, dass irgendwelche Kisten oder irgendwas umgewandelt wurde und bla. Ist komplett weggestrichen, das Weihnachtsevent. Und da muss ich jetzt nochmal gucken, weil das würde ich schon blöd finden. Weil ich wollte eigentlich die Ani-Aufträge fertig machen, nur ich hatte die Zeit dafür noch nicht. Jetzt und ja. Aber ich spiele wieder ein bisschen mehr WoT, auch mal mit dem einen oder anderen Spieler. Es ist halt auch einfach auch interessant, weil du für mich jetzt, weil ich endlich streamen kann. Ich bin ja so angefixt gerade, weil es halt auch einfach super lustig ist. Und ich habe auch einem Kumpel halt versprochen, dass ich, wenn er mit mir WoT spielt, dass ich ja, WoWS mit ihm wieder, dass ich da mein Konto reaktiviere quasi. Ich habe ja eigentlich gesagt, ich werde das nie wieder spielen. Aber da habe ich mich mal, habe ich mich zu bereit erklärt und werde ich natürlich auch tun. Und ja, mal schauen. Einfach Spaß haben. Ich wollte die Zeit noch so ein bisschen überbrücken bis zum Essen gehen. Dachte ich, hey, machst du noch ein bisschen weiter, Medieval Dynasty. Und ja. Und jetzt eine sehr reizende Frau in unser Dorf gekriegt, die ich mir so ein bisschen. Ich meine, ich könnte ja eigentlich auch noch gucken. Aber es ist völlig egal. Ich versuch's jetzt da, ne? Wir haben jetzt da angefangen, also bringen wir es auch zu Ende. Und dann schauen wir mal, wie erfolgreich ich sein werde. Mit einer Partnerin. Weil die Hauptquest, die sieht man, ist ein bisschen durch meine Cam verdeckt. Die Hauptquest ist, wenn ich ins Tagebuch gucke hier, ist halt Reputationsgewinn für deine Dynastie, 5000 von 5000 und habe einen Erben und also vorher finde eine Frau. Und unsere Reputation ist derzeit 6.622. Die will ich halt noch weiter erhöhen, klar. Weil davon ist abhängig, wie viele Leute in unser Dorf wollen, finden. Nein. Ich will Stein. Stein. Nicht Stock. Stein. Auch nicht Tollkirsche, Stein. Ach Mann. Hallo? Ach so, fehlen die Stöcke. Lieb, was? Ernsthaft jetzt? Nicht mal da haben wir genug Stöcker für. Oh, ich werde verrückt. Erstmal ein Messer wegbringen jetzt hier. Dann brauchen wir zwei Rattenfallen und eine Hasenfalle. Und dann wird was gegessen. Steht vor der Kiste und rätselt. Ja, deswegen lagern die das nämlich hier alles ein. Weil im Nahrungsmittellager kein Platz mehr ist. Oh, ich werde verrückt.
Wir müssen vorankommen mit dem Nahrungsmittellager. Dringend. Was sagt die Technologie Nahrungsmittel? 910, minimal. Ich hoffe, dass das im Herbst einen richtigen Boost gibt, weil wir da halt nochmal richtig Landwirtschaft betreiben mit dem Roggen und das. Und da bis dahin ist ja auch wieder Kohl gewachsen, der frisch angepflanzt wurde. Und dann hoffe ich, dass wir da auf die 1000 kommen, damit ich Nahrungsmittellager bauen kann. Mehrere. Ich werde einfach zwei Stufe 2 bauen, weil wir haben jetzt auch zwei Materiallager Stufe 2. Und dann gucken wir mal, wie weit das reicht. Doch dann irgendwann hinhauen und reichen. Was wir so an Stöcker dann haben. Das sind keine Zweige. Manche Büsche sind größer als diese kleinen Dinger und dann kann man daraus keine Zweige pflücken hier. So. Quatsch. Falle. Hasenfallen. Oder eine Hasenfalle und zwei Rattenfallen, hat man gesagt. Zack. So. Geh mal bei der Küche gucken. Das würde mich mal interessieren, ob bei den Küchenkisten, da jetzt alles voller Fleisch ist. Siebzehn gebratenes Fleisch. 25 gebratenes Fleisch. Die Jäger haben auch noch Fleisch oben liegen. Und ich habe auch noch Fleisch in der Tasche. Läuft. Ich glaube, ich habe auch noch gebratenes Fleisch in der Tasche. Ja. Davon können wir mal was essen erstmal. Restliche gebratene Fleisch hauen wir hier mit Seins rein. So. Und jetzt braten wir mal den restlichen Kram. Und hoffen wir, dass wir das auf das Lebensmittellager 2 kommen. Das ist jetzt langsam höchste Eisenbahn. Davon dann zwei bauen, dann sollte das erstmal reichen, bis wir Nahrungsmittellager 3 haben. Auf alle Fälle habe ich jetzt auch, was WoT angeht, werde ich hier auch regelmäßig auch wieder meine Replays machen, beziehungsweise auch Gast-Replays, weil es für mich halt einfacher ist, das Ganze hier einfach anzuschauen, als Live-React quasi, und dann kann ich es ja, es ist direkt bei Twitch und ich kann es zu YouTube exportieren, und es ist live, es ist nicht zurechtgeschnitten, nicht nachkommentiert, aber es ist halt auch, spart mir mega viel Arbeit. Das ist auch so ein Punkt, selbst wenn man in der Situation ist wie ich und selbst wenn man die Zeit hat, ist es trotzdem nicht selbstverständlich, dass man da so viel Arbeit reinsteckt, dass man da Videos fertig macht und am Ende das leider für die
für den Content, den man da bringt, für die Masse und für die Tipps und die Qualität, dass es halt nicht immer jeder so zu schätzen weiß. Oh, dann packe ich das Fleisch jetzt auch noch gleich da rein. In die andere Kiste hier. Und dann trinken wir was und dann würde ich sagen, gehen wir schlafen. Überschlafen wir die Jahreszeit und danach geht's nach meiner Essenspause weiter im Herbst. Dann weiter Landwirtschaft. Dann müssen wir gucken wegen Kohl und Roggen. Und das dann auch wieder alles umpflügen. Hoffen, dass wir, wie gesagt, dadurch gut Nahrungsmittelpunkte bekommen. Und dann, ja. Oder Landwirtschaftspunkte. Bisher, und ich bin auch über jeden Tipp dankbar natürlich, bisher läuft es ganz gut, auch wie ich mir das so vorstelle. Ich habe das mit dem Nightbot gut hingekriegt, dass da auch so ab und zu mal so ein bisschen die Nachrichten kommen, von wegen hier, findest du mich auch dort und so weiter. Und der Rest kommt halt nach und nach, da fuchse ich mich nach und nach in Ruhe mit rein. Mir macht es super, super, super viel Spaß, auch wenn ich manchmal hier komplett alleine sitze, völlig egal. Ich weiß, dass man es nachträglich irgendwann gucken kann und es ist Content, den ich gleichzeitig dann auch auf meinen YouTube-Kanal bringen kann, wo, wie gesagt, die Arbeit halt leichter ist und irgendwann guckt sich das vielleicht mal einer an und findet das schön. Oder findet das gut. Oder lustig. Daher, ich genieße das. So, mein Essen ist fertig. Ja. Dann brat mal ein bisschen schneller hin hier. Aber im Prinzip ist es ja auch wie bei meinem YouTube-Kanal. Also ich hatte da über 350 Leute. Ich habe jetzt momentan das Gefühl, dass je aktiver ich jetzt werde, dadurch, dass ich aktiv von Twitch auch jederzeit Content auf YouTube bringen kann, dass da jetzt auch immer weniger werden, weil die merken, hier ist ja doch was, passiert ja doch was. Und teilweise sind das so Leute, du kennst es ja selber, die hat man irgendwann mal kennengelernt und dann ja, hat man sich irgendwie nicht mehr so mit denen verstanden und die haben einen halt immer so ein Sympathie-Like gegeben. Und dann merken die ständig, der macht da was, ich krieg Benachrichtigung, nee, will ich nicht mehr und weg. Kann ich absolut mit leben. Das ist halt so ein bisschen Müll, der sich selbst aussortiert oder vor die Tür bringt. Klingt ein bisschen hart, ist aber am Ende so. Weil ich, egal was ist, ich sage immer, ich freue mich über jeden Like, ich freue mich über jetzt Twitch auch jedes Follow und so weiter oder jeden Follow, aber ich brauche das nicht, wenn man das aus Sympathie macht, einfach nur weil, hey, wir kennen uns und ich like, also ist natürlich auch nett. Achso, ich habe jetzt einen Bären. Ist natürlich auch nett, aber ich habe da mehr von, wenn die Leute wirklich den Content wirklich gut finden und deswegen auch da bleiben. Die sollen mich nicht mögen, die sollen mich nicht heiraten, aber wenn die Sachen gut finden, die sie sehen, dann ja, freue ich mich über sowas. Dann ist es auch ernst gemeint. So. Hier ist meine Hütte. Die habe ich mittlerweile auch komplett verkalkt. Und ja. Schlafen wir mal bis zur nächsten Jahreszeit und dann werde ich abspeichern und dann ja, gibt es erstmal Habi Habi. Und dann bin ich nachher gleich wieder da und dann kümmern wir uns um die neue Jahreszeit, Herbst, was wir dann alles so machen können. Also, Sindora, ich wünsche dir was, vielleicht bist du ja nachher auch gleich wieder dabei. Ich bin erstmal was essen, danke und dann bis zum nächsten Mal. Also bis nachher.